Servus Leute, es ist wieder soweit, neues Video. Erstmal vielen, vielen Dank für 2000 Abonnenten mittlerweile. Ich habe jetzt echt eine Ewigkeit nichts gemacht und trotzdem ist das Ganze gestiegen. Ich bin mega dankbar dafür, danke jeden Einzelnen, der da irgendwie mich supportet und den Kanal abonniert hat, da den Daumen hoch drückt und meine Videos schaut. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Es geht endlich los, wir starten das Projekt Big Boy. Ich habe mir mittlerweile eine Roadlight zugelegt. Und genau, die wird jetzt immer schon umgebaut. Das heißt, wir werden da jetzt ein bisschen mehr Performance reinbringen, ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Hubraum. Das soll ja ein bisschen Spaß machen, das Ganze. Von daher, ja, seid gespannt. Wir sind angekommen, Harley Bielefeld. Ja, wir schnacken erstmal nicht lange, gehen erstmal rein. Gucken uns erstmal den Laden an. Jetzt sitze ich hier mit dem Horst, der quasi der Ösi aus Amerika. Der hat vor einigen Jahren den Laden hier gegründet, HB Bielefeld, mit ein paar Freunden. Und ja, willst du mal ein paar Sachen zu dir sagen vielleicht? Grüß euch, servus. Ja, war Mechaniker vorher bei einem Harley Davidson hier in der Gegend. Und dann habe ich mich mit ein paar Freunden selbstständig gemacht und haben hier HB Bielefeld gegründet. Und eigentlich ein Haufen von Freunden, wir haben alle einen riesen Nagel im Kopf, lieben Harley Davidson, lieben das seit ewig. Und so ist das alles zustande gekommen. Also haben wir auch hier eine große Theke und sind ein recht entspannter Verein, der aber schon noch das technische Know-how hat, um hier gute Sachen zu machen für euch. Ja, Horst, jetzt hast du ein bisschen was über dich erzählt. Bevor es jetzt gleich zu dem oder ins Eingemachte geht, zu meinem Projekt, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Laden vielleicht. Du gerne. Wir haben den jetzt vor 2,5 Jahren aufgesperrt. Ich habe ja schon erzählt, dass wir ein Haufen von lauter verrückten Freunden sind, ja, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir handeln mit gebrauchten Fahrzeugen, die aber bis zum Baujahr 22 und 23 gehen. Wir haben sehr viele Klassiker, wir haben sehr viele aus Amerika, sehr viele, ja, aus Deutschland. Alle, da wir einen sehr kleinen Laden haben, in extrem gutem Zustand, da ich einfach keinen Platz habe, um Schrott hier anzubieten. Es, ja, geht einfach nicht. Wir haben sehr viel Glück gehabt, wir haben AHA Design, Alexander Henkemeyer, einer der besten Custom Painter, den es in Europa gibt, im Moment bei uns im Haus. Der arbeitet mit uns und ist, wie gesagt, im selben Showroom wie wir. Ja. Dann haben wir natürlich auch eine Werkstatt angegliedert, das ist die Firma H&H 789 GmbH. Da werden wir auch deine Harley dann machen. Ja. Die wird geleitet von einem ehemaligen Meister von Harley Davidson selbst.
Also wir sind alle ehemalige Halle-Leute sozusagen. Und ja, da wird dann auch deine mit dem Big Paket versehen werden. Das wird knallen, glaube ich. Oh ja. Ja, Horst, jetzt hast du so ein bisschen schon über das Big Ball Kit gesprochen, was knallen wird. Dann sag doch mal kurz, was wir da eigentlich vorhaben. Ja, wir haben uns ja unterhalten, du hättest gerne etwas mehr Leistung in deiner Halle. Ja. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann jetzt sehr mild beginnen mit einem Mapping. Auspuff hast du ja schon. Ja. Man kann sagen, okay, wir machen Big Bore, wir machen nur eine Nocke. Es gibt verschiedene Zugänge. Meine Idee war jetzt die, dass wir schauen, dass wir dir, du hast da einen großen Tourer, einen schönen Testtech dran, der hilft eh schon Leistung zu Ja. kriegen, dass wir von S&S Zylinder nehmen. Es gibt natürlich auch andere Fabrikate und Hersteller, wie Fuelmotor zum Beispiel, die sind auch sehr gut. Ich selbst fahre halt S&S auf meiner alten Evo, Ja. bin ich da so ein bisschen verliebt. Würde ich dir ein S&S 4¼ Big Bore Kit anbieten dazu, dann würde ich dir eine schöne Nockenwelle aussuchen, wahrscheinlich in der Richtung 585 mit einem 24er Winkel oder in der Richtung, damit du dein Drehzahlband nicht ganz oben angesetzt Ja. hast, sondern damit du noch schön schaltfaul mit deinem Cruiser aus den Kurven in den Bergstraßen schön rausbeschleunigen kannst, von unten raus, richtig schön bauchig, dass das vorwärts geht. Ja. Dann, ich installiere ganz gerne Quickie Pushrods, können wir von S&S nehmen oder von anderen Herstellern. Das wäre so der erste Schritt. Dann könnte man noch darüber nachdenken, dass wir eine schöne Billet-Ölpumpe verbauen, damit du da die Sicherheit hast des Ölflows und konstanter Öldruck. Und wenn wir ganz verrückt werden wollen, so rum gehört's, dann könnten wir auch die Köpfe noch fräsen lassen. Ja. Und vielleicht dann im zweiten oder dritten Schritt, je nachdem, wie du Spaß hast, noch eine Stroker-Kurbelwelle verbauen. Aber ich würde sagen, lass uns jetzt mal Richtung 130 Kubik gehen. Starten wir mal mit dem Basiskit, dass wir S&S Big Bore einbauen. Eine schöne Nockenwelle dazu, die bauchig kommt. Nichts zu Extremes. Extrem ist zwar vielleicht cool, aber es macht keinen Spaß, wenn du einen Tourer nur zwischen 4000 und 6000 Touren fahren kannst. Und das macht auf einem leichten kleinen Motorrad Sinn, aber nicht auf einem Tourer. Also so war so der Gedanke, dass wir mal starten. Was meinst du dazu? Ich finde es richtig gut, weil man kann natürlich immer das Nonplusultra machen, also riesen fette Geschichten da und aber das Ganze muss noch irgendwie Fahrthobby sein Und einfach. Ne? stimmig irgendwie Genau. vielleicht, ja. Was du auch gesagt hast, wir sind ja dieses Jahr auch wieder in Farc unterwegs und ja, das muss halt einfach fahrbar sein. Ne? Das macht, denke ich, am meisten Sinn. Nein, also das war auch so mein Gedanke. Ich kenne dich, du fährst viel, du fährst Ja. viele Touren, du fährst lange. Du fährst nicht Viertelmeilen jeden Tag, Ja. sondern du fährst Strecke. Ja. Einer der wenigen. Ja. Gut, dann lass uns das mal so angehen und dann lass uns in die Details gehen. Ja, los, so machen wir das. Jetzt stören wir gleich kurz Alex, der da im Custom Paint Shop wieder bastelt. Ja, dann sag mal kurz Hallo. Deine, aber ist eine Turbo HD im Starrahmen, eine 74er. So, komm mal weiter. Ja, da hast du auch so ein paar Spielereien von uns. Einmal Kupfer eloxiert, dann hier einmal, da kommt auch meine Liebe her zu S&S. Hast du 124 Kubik High Performance mit 17er Fatboy Felgen, mit breiter Gabel und so Kleinkram. Und hier ist dein Schaft, schau mal weiter. Da ist das gute Stück. So, jetzt übergebe ich mal an dich, Mario, erzähl mal. Genau, also. Einmal ein ganz schönes Teil. Ich habe ja bei dir die Harley gekauft, also eine richtig schöne Roadglide. Und ja, mich sofort verliebt, ne? Bin Probe gefahren. Und ja, das ist auch gerade einfach. Ich bin durch die Petrol Nerds draufgekommen. Schöne Grüße an Björn an dieser Stelle.
du bist daran schuld, dass ich jetzt mich hier quasi nochmal verschuldet habe und jetzt Bock auf so einen Teil habe. Ich fand Roadglide immer irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang nicht schön, mittlerweile total, für mich das absolute beste Motorrad, was ich aktuell fahren kann eigentlich. Also auch optisch irgendwie absolutes Highlight. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben hier eine schöne Castec dran gebaut. Wir gehen noch ein bisschen ins Detail später, was wir alles gemacht haben, das ganze Setup. Wir haben hier einmal eine richtig schöne Lackarbeit auch, das gefällt mir besonders gut. Und wir haben den Monster Sucker von Alan Ness. Ja, und dann haben wir noch so ein paar Sachen vor, ne? Oh ja, aber das ist dann, glaube ich, in unseren nächsten Folgen. Wenn es genau geht, Big Boy einzubauen und deine schöne Roadglide mit richtig Leistung zu versehen und Drehmoment ohne Ende. Auf jeden Fall. Das wird eine richtig gute Nummer. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Peace. Ciao. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. I fucked up this hustle, gay, we hustle, but then what then? Oh my god. When we fly, TJ back, we gon' roll with I fucked up this hustle, gay, we hustle, but then what then? Oh my god. But it's my guys, know that they fly, know that they ride or die. Oh my god.